3, 2, 1. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Adventure mit dem guten Luxmec, der sich hier hinter der Kiste versteckt und mir, dem Heddy. Wir machen einfach mal weiter bei dem, wo wir aufgehört haben. Wo auch immer das war. Ich glaube, du wolltest farmen. Und dann wolltest du eine riesengroße XXL Deluxe Superfarm bauen. Ja. So hast du mir das zumindest erzählt. Und ich fange einfach mal an, hier ein bisschen abzutragen und dann können wir uns, kann ich mich dem Hausbau widmen. Okay. Und dann, was da noch so anfällt. Habe ich mich einfach mal irgendwo runter und dann mal gucken. Ja. Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Das hört sich sexy an. Ja, es hört sich richtig, richtig sexy an. So, da will ich nicht erstmal wieder reinkommen. Ich bin ja, wie gesagt, ziemlicher Lappen, was dieses Spiel angeht. Dann greife ich mich einfach hier runter. Mach das. Tschüss. Tschüss. Was wolltest du jetzt eigentlich so in der Folge machen? Ich werde hier auf jeden Fall ganz viel Erde abtragen, weil, wie gesagt, ich will hier dann gerne bauen und dann kann man da auch direkt, was auch immer du da noch nebenbauen willst, dran anschließen. XXL-Feld machen. Und vielleicht die Ressourcen abtragen, Ressourcen sammeln, die man dann zum Bauen braucht. Also wahnsinnig spannendes Zeug. Ja. Und ja, dann mal gucken. Ich lasse mich da, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen überraschen bei Minecraft. Also ich lasse mich immer treiben. Das ist so der Flow, den nehme ich mit. Und dann geschieht alles ganz von selbst, ohne dass ich da groß drüber nachdenke. Okay. So spiele ich Minecraft. Weil ich mache das, mach das immer mit Zielen. Also was ich mir dann so vornehme. Was ja, mit Häuser bauen und so. Ist halt für mich ein einfach nur ein Spiel zum tierischen Entspannen, ja. Also, ja, also Minecraft ist wirklich so ein Entspannungsspiel. Bietet sich super dafür an, finde ich. Ich habe noch mal kurz was umgestellt und jetzt ist das so mittelmäßig bei Gelb. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut. Was dann, wenn du sagst, ich mache auch noch mal kurz. So. Weil gerade eben ist es halt komplett auf Rot ausgeschlagen und das war halt jetzt nicht gut. Das ist nicht schlimm, dann übersteuerst du halt ein bisschen. Aber das kriegt man dann ja ganz gut hin. Ich habe das Spiel noch ein bisschen leiser gemacht. Weiß nicht, warum sich plötzlich alles wieder verstellt hat. Weiß ich auch nicht. Warte mal, welcher Tag ist heute? Heute ist Dienstag, ne? Vorgestern ist dann ja auch die erste Folge rausgekommen. Ja, die erste Folge Minecraft Adventure. Was ist denn eigentlich unser langfristiges Ziel hier? I don't know. Einfach drauf losspielen und gucken, was sich ergibt. Ich habe so im Kopf, dass wir riesige Gebäude bauen. Riesige Gebäude? Ja, aus Spielen oder aus echtem Leben. Okay. Wie zum Beispiel jetzt hier die Freiheitsstatue oder der Eiffelturm. Oder was gibt's denn da noch? Wie zum Beispiel das Brandenburger Tor. Du machst gerade Versprechen. Eieiei. Aber dann habe ich mir auch noch so vorgestellt, so die Zitadelle der Zeit. Oh, jetzt gehen wir nach Zelda. Machen wir denn jetzt da? Oder zum Beispiel, was gibt's denn da noch? Schloss Hyrule. So, dann haben wir ja auf jeden Fall was vor. Passt ja auch dann zu dem Schlossthema. Wie mache ich mir denn eine Pilzsuppe? Dafür musst du dir erstmal eine Bowl machen, also so eine Schüssel. Mach ich die? Die machst du mit 3 Holzbrettern. Das ist genauso wie wenn du einen Eimer machst. Mit 3 Holzbrettern. Zack, zack, zack. Ja, so nicht. Aber so kriege ich direkt 4 Stück. Okay, habe ich. Und dann die Pilzsuppe, Schüssel und Pilz. Nee. Ja, also die musst du dann außen rum machen, die Pilze. Um die Schüssel. Alles klar. Zack, 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 zack. Hat nicht geklappt. Ja, muss der Meister ran. Wie denn außenrum? Einmal komplett außenrum oder? Einmal außenrum. Also nee, vielleicht müssen da mehrere Pilze. Ich weiß es gerade nicht. Das ist ja wieso mehrere Pilze. Also, es gibt 2 Pilzarten. Ich habe braunen Pilz. Du brauchst auch noch den Fliegenpilz.
Ach, ich muss den mit zwei verschiedenen Pilzen machen? Yes. Dann verhungere ich jetzt elendig. Okay. Das ist schön, mit dir das Projekt zu führen. Hauptsache, wir haben Diamanten. Ja. Die wir sofort in der zweiten Folge gefunden haben. Ah, nee, in der ersten. In der Stadt, ne? Ja, in dem Dorf. Ja, dann fälle ich einfach hier mal wieder unsere Bäume und hoffe, dass da der ein oder andere Apfel bei rumkommt. Weil ich sonst verhungere. Oh. Und ich habe keine Lust zu verhungern. Deshalb fäll ich die Bäume. Okay. Weil das Spiel jetzt auch auf schwer ist, können wir auch durch Verhungern sterben. Kann man das nicht auch schon auf normal? Nee, da verliert man nur ein paar Herzen. Okay. Und gut ist. Aber durch Verhungern sterben ist ungesund. Aber ich habe immerhin 3 Äpfel. Und es ist übrigens auch tiefste Nacht und ich habe Angst und... Oh Gott. Ich habe übrigens 2 neue Mods gefunden. Nee, 3 sogar. Inwiefern? Einmal sind das so neue Villager, also das sind dann so echte Menschen, die man auch heiraten kann, mit denen interagieren kann. Die haben auch dann Jobs, genauso Villager halt. Dann gibt es noch einmal eine Mod, wo man halt so ein kleines Helferlein hat. Also das kann dann für dich abbauen, also für dich Aufgaben erledigen. Dann gibt es einmal noch die Portal Gun Mod. Und ja, das waren alle Mods, die ich so gefunden habe. Du weißt, dass wir die Portal Gun Mod früher schon mal hatten, ne? Und dann ist es abgestürzt, ne? Jupp. Ja, stimmt. So. Wo ist unsere Höhle? Da leuchtet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will mich ja ehrlich gesagt nicht fragen, was da oben gerade abgeht. Ein Zombie und 2 Creeper, die ich jetzt zu uns nach Hause einlade. Geil. So. Wo bist du denn gerade? Kannst du hochkommen? Mhm. Können wir schlafen? Sonst kann ich nicht weitermachen. Komm hoch. Danke. Bitte. 1 bis 2, nee, 1 von 2 Spielern schlafen. Hast du keinen Hunger? Na, ich mache jetzt auch gerade nicht wirklich viel. Ich baue mich gerade nur runter. Maragde sind zum Kaufen, ne? Bei den Dorfbewohnern, oder? Ja, sind sie. Jetzt habe ich für diese Meldung bekommen, dass ich doch was im Job einlösen soll. Aha, aha, aha. Sexy, sexy, sexy. Wie weit bist du denn unten? Ja, also irgendwie kommt auch nichts. Ich glaube, weil wir auch auf dem Berg sind. Ach du kommst hoch. Warte mal. Wir sind 80 Blöcke in der Höhe. Ja, wir sind ja auch auf einem Berg, du Nase. Ja, toll. Ganz super. Das ist auch ein schönes Inventar, was wir hier bauen. Also, da kommt der Creeper. Das hört sich geil an. Ich spring nicht auf den Magma-Block. Oh, ich dachte, das ist der Lava. Als wenn ich Lager bei uns reinbaue. Lager. Lava, nicht Lager. Verdammt. Also. Geh wieder runter in dein Loch. Los. Okay, Gollum tut's. So, jetzt müssen wir. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da haut der mir schon wieder. Ich habe eh schon mit dem Hunger zu kämpfen. Jetzt habe ich auch Hunger. Das ist ja noch einer. Ich dachte, vielleicht solltest du als erstes das Feld machen, oder? Damit wir was zu futtern kriegen, oder? Ganz toll. Was? Jetzt ist da ein Loch. Der macht das heile. Ich? Cool. Okay, dann mache ich ein Feld. Ja, vielleicht erstmal so ein kleines provisorisches, das würde ja reichen. Ansonsten nimmt dieses Minecraft-Adventure ein plötzliches Adventure-Ende. Das ist nicht cool. Musst dir vorstellen, also guckst du irgendwie einen Film oder sonst was, wo es um Adventure geht, um Abenteuer. Ja, Frodo zieht los mit dem Ring, verlässt gerade hier sein Dörfchen und hat nichts zu Futter bei, verhungern, Herr der Ringe zu Ende. Schade. Aber der hatte doch so ein Brot, wovon man nur einmal abbeißen musste. Und Lambasbrot heißt er. Ja.
Aber davon haben die ja alles immer aufgefressen. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Ein kleiner Biss reicht und du bist halt alles klar rum, ganzes Brot rein. Ja, die waren nicht gerade schlau, was das Einteilen anging von den Brot. Er ist ein Hobbit. Ja, eigentlich sehr schlaue Wesen. Ja, aber mit dem Thema Hungern und Abenteuer. Harry, du bist ein Zauberer, aber hast Hunger? Bist doch kein Zauberer, schade. Hat sich ausgezaubert. Ausgezaubert mit Harry. Neo, willst du die... Welche Pille willst du nehmen? Ah, du hast Hunger. Schade, du nimmst gar keine Pille. Matrix zu Ende. So ist das bei uns auch, wenn wir nicht langsam was zu essen kriegen. Ja, okay. Ich muss nur gerade einen Creeper killen. Oh. Aber mich anmeckern wegen irgendwelchen Löchern. Ach, ja. Ja. Ich mag ganz viele Löcher. Lassen wir dabei. Was denn? Nix, alles gut. Alles bestens. Ich baue die Erde ab. Ich baue die Erde ab. Ich baue die Erde ab. Guck mal jetzt. Jetzt hat die Steinwand einen neuen Look bekommen. Soll jemand sagen, dass sie hässlich aussieht? Die was hat einen neuen Look bekommen? Die Steinwand. Ach so, Entschuldigung, ich gehe wieder, aber. Ah, Bein gebrochen. Sind hier aber auch echt hoch. Da hinten ist der nächste Berg. Ja, ach, Handy, Eisen. Ich weiß. Frag dich auch. Muss mal kurz gucken, ob das wegen unserem Essen ist. Ist gut. Nicht, dass das Essen doch eher kommt, als wann es bestellt wurde. Sind die echt schnell? Ja, ich habe für 3:30 bestellt. Wir haben es jetzt 2 Uhr. Es ist 2 Uhr nachts. Also in 1,5 Stunden. Dann kommt das Sushi. Letztens noch Robben getötet, heute kommt das Sushi. Ja. Heute killen wir selber Fische. Ja, du. Ich hab mich zurückgehalten. So, was war denn mit der Seerobbe? Haben wir irgendwo Eisen? Keiner. Achso, das Eisen hab ich. Ich würde gerne eine, sobald meine Steinschaufeln weg sind, hätte ich gerne eine Eisenschaufel, wenn das okay für dich ist. Ja, ist alles fresh. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Macht nichts. Deswegen, so, wollte eigentlich reichen. Ich habe sogar noch ein Eisen für dich, damit du hier schnell dir noch eine machen kannst. Dankeschön. Ich kann mal bei Fortschritten gucken. Wo ist denn Fortschritte? Da, Fortschritte. Ist es ein Ballon? Betrachte ein Gas durch ein Fernrohr. Kannst du das denn schon gemacht haben? Wir waren doch noch gar nicht im Nether. Nein, ich guck mir gerade nur die Erfolge an, die man so alle freischalten kann. Achso. Also, Alex Mob. Oh, what the? Warum ist hier. Hä? Was denn? Es gibt hier ja die Alex Mob Fortschritte und da ist ein dicker, fetter. Ein Sandsturm? Das ist ein Sandsturm? Ja, ein Sandsturm. Man kann irgendwie einen Sandsturm treffen. Aber irgendwie würde ich das nicht empfehlen, da zu den Fortschritten bei Alex Mob zu gehen. Nee, ich traue dem ganzen Braten leider auch nicht. Nicht, dass das Spiel sich verabschiedet. Das ist ja genauso wie mit dem Büchlein. Das sollte man sich vielleicht nicht angucken. Aber welche Mod könnten wir denn als nächstes installieren? Müssen wir überhaupt im Moment noch welche installieren oder bleiben wir... Warum tötest du denn die Tiere? Weil wir können doch züchten. Ja, aber da ist noch... Ja, wir brauchen doch 2 zum Züchten, dachte ich. Ja, also... keine Ahnung. Hast du denn schon für dein Feld einen Ort außer Chor? Machst du das Feld unten oder auch auf dem Berg? Aber wollen wir nicht auf dem Berg das machen, wo man wohnt und Burgen und so weiter und unten die Felder? Wäre das nicht falsch? Unten die Felder.
Das ist nur eine Idee. Aber Problem ist, ich finde kein Wasser. Du bist ja noch nicht weit gelaufen, um Wasser zu suchen, oder? Ich suche ja gerade. Ich habe Wasser gefunden. Das freut mich sehr. Sexy. Du kennst doch Factorio, ne? Ja, Factorio. Wir haben doch auch zusammen Satisfactory gespielt, glaube ich. Ja, Satisfactory. Es kommt jetzt demnächst ein neues Spiel davon. Von Satisfactory, oder? Nee, also ein neues Spiel in dieser Art. Das ist ganz neu. Das kommt jetzt bald in Early Access. Was ist denn dieses neue Spiel? Und, das ist auch wie Factorio, nur auch First Person, so wie Satisfactory. Und dann mal gucken. Ich hatte mir da noch nicht so viel zu angeguckt. Ich weiß nur, dass das kommt. Ich habe gar nichts davon gehört. Ja, habe ich heute durch Zufall gelesen. Da könnte man ja überlegen, ob man das nicht vielleicht auch gemeinsam spielen möchte. Ja, aber gibt es das überhaupt im Multiplayer in der Early Access? Ja. Das hat mal gucken, sowohl wie viele Bugs es gibt. Internet-Multiplayer, ist ja egal. Internet-Multiplayer als auch LAN-Multiplayer. Cool. Vielleicht ist das ja was. Könnte man sich dann ja mal angucken. Wie wär's mit neuem Biom als Mod? Haben wir doch. Ja, aber noch mehr. Wir kennen doch noch gar nicht alle, die wir haben. Ja. Warum willst du denn unbedingt modden? Keine Ahnung. Viel Spaß mit Modden. Wie wär's mit Raumschiffen? Aliens? Ja, die gibt's auch. Mods. So, welche Mods? Gibt's eine Mod, da kann man... Gibt's eine Witcher-Mod? Keine Ahnung. Es gibt eine Vampir-Mod. Da gibt es dann mal Vampirjäger, man kann selber zum Vampirjäger werden. Man kann nicht nur noch nachts rumlaufen, oder? Ja. Nee, Vampirjäger, nicht Vampir, Vampirjäger, okay. Aber man kann auch zum Vampir werden. Okay, und dann kann ich nur noch... Oh, scheiße, ich kenne mich da nicht aus. Bin ich dann Team Edward oder bin ich dann hier Team... Wie hieß denn der andere Clown? Aber wie hieß der nochmal? War nicht einer von den Vampir? Also ich muss dazu sagen, ich habe Twilight nie gesehen. Ich kenne mich null damit aus. Nicht nur die ersten zwei Teile. Der eine Idiot hieß Edward und der andere Vogel hieß X. X. Jace? Nee. James? Nee. Team Edward und Team Ben? Nein. Joel? Joel ist von Last of Us. Joel ist cool. Joel darf nicht mit dem Schwachsinn in einen Hut gesteckt werden. Aber leider ist Joel tot. Psst. Was denn? Psst. Was denn? Spoiler doch nicht. Ich hab das nicht gespielt, das war doch jeder, dass er gestorben ist. Und was ist mit Leuten, die das noch nicht gespielt haben? Dann Pech. Jetzt musst du das zweimal wegpiepen. Ja, okay. Mach ich dann. Oh, ganz viel Eisen. Ich hab Hunger. Machst du das dann? Ich piep gar nichts weg, ich lass das drin. Ja, wieso soll ich das dann wegpiepen? Musst du nicht. Ich hab nur ein bisschen Mist erzählt. Hobbygärtner. Uhu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, das Ganze noch ein bisschen natürlich aussehen lassen, damit das nicht eckig wird wie, was weiß ich. Ja. Herr Luxbeck, ich habe Hunger. Warte ungefähr noch so ungefähr ein paar Minuten, haben wir Brot. Und warum zum Teufel wird es schon wieder dunkel? Es war doch gerade erst dunkel. Es war doch erst gerade eben Dinkel. Was, Dinkel? Ja, es war doch gerade eben erst Dinkelbrot. Dinkel ist lecker. Ja, ich weiß. Dinkel, Lenkel. Dinkel, Schminkel. April, Winkel. Zack. Im Moment hoffe ich wieder einfach, dass hier Äpfel vom Baum fallen. Ich mache die Apfeldiät. Merke ich. Die ist sehr gesund.
Vor allem hat die auch sämtliche Nährstoffe, die der Mensch zum Leben braucht. Merke ich. Wollen wir nicht pennen? Ja, ich komme. Oh, über Nacht verhungern. Oh no. Ja, mit unserem Bett. Auf jeden Fall haben wir auch eine Bettheizung quasi hinter uns mit dem Laberblock. Ja. Mega gut. Guck mal, so richtig heizungsmäßig. So. Ich habe irgendwie ein Problem mit den Vorschritten. Ich kann ich jetzt nicht mehr umzwitschen. Wieso? Ja, Alex hat meine Fortschritte kaputt gemacht. Man guckt dir doch die Fortschritte einfach nicht an. Oder sind die wichtig? Man kann sehen, was man so alles erreicht hat. Ja, aber wir erreichen ja eh alles, was wir wollen. Okay. Mein Wort in Gottes Ohr. Moment, suche ich Äpfel. Los, wachst meine Bäume. Ach, hier machst du ein Fältchen. Das wird aber nicht viel Brot. Ja, aber ich werde es auch noch... Ich werde noch expandieren. Also soll ich dir mal meine Kürbiskerne geben, die ich habe? Und Weizenkörner habe ich auch ganz viele. Wie viel hast du denn? 39 Samen! Ja, gerade vom Erde wegmachen. Ich brauche Wasser. Ich brauche ganz viel Wasser. Du hast eine Wasser hergekriegt. Ja, musste ich ein bisschen latschen. Können wir uns nicht hier in so ein... unendliche Quelle machen? So ein 2x2, so eine 2x2 Quelle und dann gib ihm Abfahrt? Der ganze Berg. Also übrigens hier, ne, du bist ja gerade nicht da, deshalb erzähle ich einfach mal ganz kurz, das alles kommt weg und das alles kommt weg und dann sind wir ungefähr in Folge 340 und dann fangen wir an. Okay, das hört sich super an. Das ist mein Plan für dieses Minecraft Let's Play. Minecraft Adventure und das Abenteuer ist, die Erde wegzutragen. Okay. Ich habe irgendwie gerade einen super Ort gefunden, um hier eine Brücke zu bauen. Das ist doch mega. Hier so ein, nee, das ist so ein Ort. Das ist so ein kleiner Tunnel, praktisch wie gesehen. Wie weit läufst du für das Wasser? Nur mal so eine Frage. Wir leben auf dem Berg. Ja, aber wie weit läufst du für das Wasser? Ungefähr 100 Kilometer. 100 Blöcke. Wieso? Wenn du auf der anderen Seite den Berg runterlaufen würdest. Aha, ich sehe es. Dann ist das gar nicht so weit. Oh, das bist gar nicht du. Das ist ja ein echter Creeper. Au, 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 au. Wie kann man denn einen Creeper von mir wechseln? Ja, das geht. Du hast gesagt, ich sehe es, deshalb dachte ich, du stehst neben mir. Aber ich muss sagen, der Creeper war ein bisschen sympathischer. Deswegen ist halt direkt bombastisch geworden, oder was? Ja. Der hat für eine Bombenstimmung gesorgt. Ja. Ich hab Hunger. Das ich meine, wie oft? Ich meine nicht im Spiel. Ich hab nicht so viel Hunger. Obwohl ich heute noch gar nichts gegessen hab. Ja, wir haben ja gesagt, wir bestellen heute, von daher. Das Problem ist, solange ich Hunger habe, kann ich nicht weitermachen. Jetzt in echt, oder meinst du jetzt? Leider, jetzt wieder in-game. Ach so. Ich kann ja jetzt nicht hier bis 3:30 einfach rumsitzen und gar nichts mehr machen. Das ist nicht so gut. Mama, hey. Da. Wilson, sag es mir. Was denn? Wo ist das Wasser? Das ist doch jetzt nicht in der Höhle. Du kannst mir sagen, nein, das ist wirklich eine Höhle. Nein. Also ich mache mal kurz 2 Eimer und ich hole auch schon mal Wasser von der anderen Seite. Ich habe Hunger sonst wirklich. Ich kann nicht warten. Ich glaube nicht, dass ich die Fliege essen kann. Ja, mal gucken. Absolut. Mit einem Schlag, mit der Spitzhacke in den Kopf, geht nicht. Okay, ich muss kurz was ausprobieren. Zack. Musste noch die Eimer gehen. Ich bin sehr stolz auf mich. Habe ich Platz für Wasser? Ja. Nein, du musst jetzt kein Wasser holen. Vielleicht ist das doch kein Minecraft Adventure. Vielleicht ist das hier mehr ein Minecraft Survival. Minecraft Adventure gut ist. Was? Minecraft Adventure Nudist? Das ist Minecraft Adventure gut ist. Ja, Survival. Nee. Kein Spaß. Oh, no. Aua. Nein. Hilfe. Stirbst du?
Ja. Könntest du ein bisschen leiser, könntest du ein bisschen leiser sterben? Dein Ernst? Entschuldigung. Ich hab noch jetzt hier 3,5 Herzen und du so, kannst du ein bisschen leiser sterben? Ja, sag doch Bescheid, wenn du 2 Herzen hast. Wie, kannst du Bescheid geben? Jetzt habe ich Fliegenpilzen. Fliegenpilze. Cool. Sag erst Bescheid, wenn du wieder eine Suppe hast. Hey, dafür muss ich nur herausfinden, wie man die craftet. Also immer Suppe. Dann habe ich hier Pilzsuppe und dann... Ach, mit einem braunen und einem roten Pilz, du Nase, kein Fliegenpilz. Frag mich ja wirklich, ob das Wasser ist. Ja, das ist Wasser. Kann man auch mit Kürbissen was machen? Irgendwie Kürbissuppe? Ja, Kürbiskuchen. Also braucht man bestimmt Butter und Milch und Zucker und... Butter gibt's nicht. Ah, was? Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Es gibt Milch, aber. Ja, dann halt Milch. Aber nur in Eimern. Oh nein, ich höre ein Skelett. Hilfe. Kann man die dann trinken aus dem Eimer? Ja, wenn man verzaubert ist mit Gift oder so, dann kann man sie mal. Ah, Milch heilt also Gift. Interessant. Gegen alles. Gegen alles, was irgendwie so Zauber ist oder so. Beispiel Blindness oder. Ich habe eine Made im Inventar. Warum zum Geier habe ich eine Made? Kannst du bestimmt essen. Immer versuchen? Ja. Ja, kann ich essen. Soll ich die wirklich essen? Kannst du machen? Alles klar, die gibt ein halbes Ding. Aber woher hast du eigentlich die Made bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Fliegenpilz trotzdem auch... Ne, ich brauche echt einen roten Pilz dafür, um so eine scheiß Pilzsuppe zu machen. Fliegenpilzblock, fliegender Fischeimer, Fliegenpilz. Der Fliegenpilz ist ja vor allem auch aus dem Biom-Mod. Okay, gut. Jetzt muss ich nur das hier abernten. Was machst du? Zack. Unendliche Quelle. Funktioniert aber nicht gerade noch so gut. Ich brauche noch 2 Eimer. Ja, warte. Komm her. Ja. Oh, woher hörst du die? Ja, auf der anderen Seite ist Wasser direkt unten. Was? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hast du auch gesagt, ich sehe es. Du läufst da hinten runter und dann bist du da. Keine Ahnung, wo es ist. Ich zeig dir das, sobald da... Okay, jetzt ist die Quelle unendlich. Komm mal mit. Okay, ab jetzt ist es egal, weil jetzt haben wir ja unendlich Wasser, aber. Ja. Wenn du einfach hier auf dieser Seite, ja, hier, wenn du hier auf dieser Seite, komm mit, komm. Ein Lahm. Ja, ich auch, weil du Hunger hast. Da. Da ist Wasser. Ey, die habe ich auch gesehen. Warum bist du denn da nicht hingegangen? Ja, aber du hattest eine Höhle, da ist auch Wasser drin, das sieht man sogar auf der Karte. Du warst aber ganz schön lange weg dafür. Weil ich von Monster attackiert wurde. Ah, das weiß ich doch nicht, dass du auf Probleme gestoßen bist. Hättest du mal wissen können. Ich liebe Tacos. Sehr gut. Das freut mich. Und ein bisschen Sushi. Oh, ich liebe Tacos. Und ich liebe Sushi. Oh, ich liebe Tacos. Und muss mein Mikro ein bisschen verrücken. Weil es so geil ist. Ich habe ganz viel Eimer in mein Leben. Quatsch, wie soll ich das denn daraus machen? Machen das hier raus erstmal. Dann gehe ich da hinten mal kurz wieder die Bäume fällen. Auf wie groß? 1, 2, 3, 4, hoffe ich, dass da ein paar Äpfel mal rumkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich das zählen. Einmal 1, 2, 3, 4, 5. Also ist das 25 groß. Und dann mache ich das jetzt hier mal auch. Was machst du denn? Ein Feld. Ah, wo machst du das? Hier. Ah, da. 1, 2, 3, 4, 5. So.
bringe ich mal kurz mein Holz wieder weg. Ja, unser provisorisches Häusle hier, also das in der Höhle, in dem Berg, das ist dann ja auch irgendwann weg. Stein. Und was machen wir dann daraus? Das kommt weg, das muss ich abtragen. Was denn? Naja, das soll ja alles möglichst eben werden. So,